Genji! Hallo Gen Dobre und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen heute ein bisschen miteinander sprechen über einige Themen. Heute soll es nämlich sein DLC-Politik, sinnvolle Erweiterung oder miese Geldmacherei. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen. Wir begrüßen den Angus. Hallo. Und zwar beschäftigt sich dieser mit Spieledesign und Entwicklung. Und aus der Sparte mal was zu dem Thema zu hören, ist, denke ich, ganz interessant. Genau, dann beginnen wir doch mal mit der ersten Einleitungsfrage. Sind DLCs eigentlich notwendig? Nee, absolut nicht. Aber naja, das Ding ist, du siehst DLCs eigentlich überall. Wenn du mal überlegst, gab es das ja schon bei Brettspielen und Kartenspielen. Ich meine, die Siedler hat ja auch mehrere Erweiterungen und so eine Sachen. Und stimmt. Ja, ich glaube einfach, das ist eigentlich schon immer normal gewesen. Von daher, ich glaube, diese Art, wie sich die Leute drüber aufregen, das ist mehr so eine andere Schiene. Das ist generelles Misstrauen in die Spieleindustrie und das ist so, ja, Leute haben ein bisschen Schiss und das, ja, das ist ein super Thema, um sich drüber auszulassen, weil es ist im Endeffekt Geld im Nachhinein für ein altes Produkt anschaffen. Aber ist das jetzt wirklich Absicht? Also meinst du, dass da es wird abgezielt von den Entwicklern, dass gesagt wird, okay, wir bringen etwas raus, vielleicht etwas Unfertiges, um nachher etwas nachzuliefern und damit extra Geld zu machen? Nee. Wenn du in der Spielindustrie bist, dann, das ist harte Arbeit, das dauert auch wirklich viele Jahre und wenn du da wirklich drin bist, es sei denn, du bist ganz zufällig in den Beruf reingestolpert, was wirklich nicht passiert, dann stehst du auch echt dahinter und du möchtest tief im Herzen, im Herzen der Herzen, möchtest du wirklich was Geiles machen. Okay, und meinst du, das ist generell so oder gibt es vielleicht einige Entwicklerfirmen, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, aber meinst du, es wird immer so gemacht oder gibt es vielleicht doch ein paar schwarze Schafe, die sagen, nee, ich will nur Profit? Okay, du gehst jetzt so in die Schiene von EA, Battlefield DLCs oder Call of Duty, so die Standardsachen. Ja. Echt, das sind die Mächte des Bösen, die schon immer so in der Menschheit ein bisschen rumgegeistert haben. Es ist einfach Kapitalismus und der frisst alles mit in sich auf. Wenn du damit Geld machen kannst, das ist in jeder Sache des Lebens so, deshalb gibt es Verbrechen und alles. Kapitalismus sagt einfach nur voraus, dass Ideen, die Geld machen, im Endeffekt am längsten überleben. Das ist eine andere Form von natürlicher Auslese und ja, das ist komplett verständlich und da kannst du auch nicht wirklich viel gegen machen. DLCs sind wirklich komplett Kundenverantwortung. Also wenn man dafür zahlen wird, dann werden die weiter produziert. Das liegt komplett in der Hand der Gamer. Ach so, also wirklich in der Hand des Kunden. Wir können quasi bestimmen, ob wir sagen, ja, ich kaufe jedes einzelne DLC zum Spiel oder nein, wir boykottieren das jetzt und dann wird es beim nächsten Teil vielleicht gar nicht mehr benutzt. Halb? An sich ja, es ist komplett die Verantwortung des Kunden, damit die einfach nicht mehr so einen Scheiß produzieren. Wenn du jetzt siehst, wie auch noch unfertige DLCs oder einfach DLCs, die wirklich sich, ja, das bekannte Beispiel ist halt DLCs, die sich anfühlen, als hätte das gleich im Grundspiel drin sein sollen. Und alles, womit du viel Geld produzieren kannst, wird im Endeffekt produziert. Und da kann man sagen, das liegt also komplett in der Hand des Kunden. Die Sache ist aber, die Leute, die sich wirklich dafür interessieren oder denen das wichtig ist, wie gut DLCs sind und ob das legitim ob das einfach ein ethisches Produkt ist, wofür du auch wirklich Geld verlangen kannst, ohne dass sich irgendwer so ausgenutzt fühlt. Darüber haben wir nicht die hundertprozentige Kontrolle, weil es einfach auch einen größeren Anteil von Menschen gibt, die einfach eher nicht unbedingt Casuals sind, schon harte Zocker, aber Leute, die sich nicht mit der Spielewelt im größeren Rahmen so befassen. Die sich jetzt nicht wirklich Gedanken darüber machen, wenn sie jetzt was Beschissenes kaufen, dass das auch weitreichende Folgen für die ganze Industrie hat. Genau, weil das habe ich ja auch schon öfter auch gesehen oder gehört und mit Leuten gesprochen, dass immer gesagt wird, ja, die Leute beschweren sich, aber trotzdem wird jedes weitere DLC, worüber man dann nachher nur Böses hört, trotzdem vorbestellt, es wird millionenfach verkauft und danach ist das Geheule groß. Also sollte man vielleicht lieber vorher abwarten, sollte man sich mehr damit beschäftigen, was würdest du empfehlen in dem Fall? Empfehlen würde ich da gar nichts, also nichts Spezielles, was ich jetzt auf jeden übertragen kann, aber ich würde wirklich sagen, guck's dir an, bevor du es kaufst und wenn du meinst, es sieht gut aus, dann kaufst du es einfach und mehr ist das nicht. Wenn es gut ist und du unterstützt das, dann hat sich das mehr. Die Frage ist überhaupt nicht weitreichend, die Leute, die sowas produzieren, die gucken sich an, was sich gut verkauft und die werden mehr davon produzieren und wenn es einen bestimmten Standard hat, dann muss auch wirklich dieser Standard erfüllt werden, damit Leute da Geld reinpumpen. Also die Entwickler, die werden auch kein DLC finanzieren, wovon sie denken, dass die Leute das eh scheiße finden. Und wenn's, ich meine, DICE, wenn du mal guckst, wie viel Geld die eigentlich in ihre
in ihre Grafik-Engine packen, dass es halt alles top-notch aussieht. Das machen sie, weil sie wissen, dass sie jetzt einen neuen Standard gesetzt haben und unter den dürfen sie nicht fallen, weil sonst die Leute, naja, sonst denken die Leute einfach, dass es nicht mehr gut genug ist. Okay, ja, das habe ich nämlich auch gemerkt, gerade im Bereich Battlefield, was ich selber gerne ein bisschen hobbymäßig spiele, dass sie sich schon mehr Mühe geben, als immer behauptet wird oder von vielen immer geweint wird. Ja, oh mein Gott, und die wollen ja nur Geld damit machen, dass man schon sieht, man bekommt auch ein bisschen was für sein Geld. Auf der anderen Seite, wie siehst du das denn preislich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein DLC für den Witcher kostet 20, 30 Euro, ich kriege 30 Stunden Spielzeit und DICE mit Battlefield 1 will 50 Euro für so ein Ding haben. Ist das okay? Nee, es ist nicht okay. Es ist im Endeffekt, das Problem ist, wie erfolgreich diese DLCs sind, das wird nicht an der Qualität oder am Content gemessen, das wird einfach nur daran gemessen, wie viel Geld das macht. Weil bis du bei DICE bist, da hast du schon ein paar anderen Spielefirmen gearbeitet und in denen war es vielleicht anders, aber sobald du bei DICE bist, bist du in einem richtigen Geschäft. Da gibt es hunderte Mitarbeiter, Programmierer, Werbeleute und die arbeiten nicht an diesen Spielen, weil sie nur für die Videospielindustrie leben und das zu verlangen ist echt naiv, weil diese Leute haben Familien, diese Leute haben Hunde, diese Leute haben irgendein Haus, was sie sich gerne kaufen wollen und deshalb werden sie produzieren, was sich am meisten verkauft und es ist einfach, ich glaube wirklich, was das Problem ist, ist, dass Leute wissen unterbewusst, was sie wirklich von der Spielindustrie wollen, die sehen da eine Menge Potenzial von einer Welt, die sie sich eines Tages vorstellen und unsere Kinder werden das alles spielen können, aber für uns ist das erstmal so, die breite Masse an Konsumern, die Geld haben, die wollen was anderes und erstmal ist sowas einfach nicht zu erwarten. Okay, genau, was ich hier noch habe ist, wie ist das denn im Bereich der Entwicklung? Sind DLCs sowas wie ein Segen jetzt von Seiten her der Entwickler, dass man sagt, oh schön, ich kann das, woran ich schon gearbeitet habe, nochmal erweitern oder ist es zusätzliche Arbeit, die eigentlich eher nervt? Wie würdest du das beschreiben? Es ist beides und aber es ist nicht eine Sache, es ist im Endeffekt, jeder hat andere Motive, wenn er ein DLC macht, weil es gibt ja auch Spiele, wenn du sie dir mal anguckst, die sind wirklich komplett DLCs, wenn du es dir mal sagen möchtest, episodische Spiele, die ganzen Walking Dead Sachen, alles von Telltale mittlerweile, das neue Hitman, das sind alles so, das sind ja im Endeffekt DLC nach DLC nach DLC und da stört es ja keinen, weil die Entwickler haben ihre ihre Zeitplanung, wann... Ja, wie die Entwicklung voranschreitet, das haben sie alles um einen Zeitplan gebaut, der sagt, dass dieses Spiel episodisch rauskommt. Also können sie immer testen und die Sachen, die noch nicht so gut funktionieren, die halten sie dann erstmal für die nächste Episode vor. Und so wird es Stück für Stück besser. Aber generell kannst du eigentlich schon ein fertiges Spiel produzieren. Also du kannst ein gutes Spiel produzieren, aber du wirst sowieso niemals ein Spiel fertig produzieren können. Das gibt's nicht. Also seit es die Spieleindustrie gibt, gab es wenige Leute, die ein Produkt so verkauft haben, wie sie es wollten. Und DLCs, die ändern das nicht wirklich. Ich glaube, das hat mehr finanzielle Hintergründe. Okay, also man sieht, das Ganze hat positive und negative Seiten. Du hast vorhin schon so ein paar Titel genannt. Hast du nochmal so zum Schluss so ein paar Beispiele für positive oder negative DLCs, wo du sagst, ja, die haben das super gemacht, das war sinnvoll und nee, da und da fand ich das nicht so gut. Nee, aber ich sehe Memes im Internet und so ein Kram. Also ich krieg schon mit, wenn die Leute sich jetzt ein bisschen aufregen, wenn sie das Mass Effect 3 Ende abändern. Ich weiß noch von Rockstar, die haben ja ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es war so ein Zombie-DLC und das war super, das konntest du auch ohne das Hauptspiel kaufen und das hat einfach nochmal einen ganz neuen Flair reingebracht. Und meinst du bei Red Dead Redemption, kann das sein? Ja, genau. Und sowas finde ich super, aber du merkst es, Rockstar, die scheffeln einfach wahnsinnig viel Kohle und bei denen ist das was komplett anderes. Nur nochmal drauf zurückzukommen, warum ich wirklich glaube, dass die Leute angepisst sind auf DLCs. Ich glaube, der normale Spielekonsumer, der hat eine Vorstellung davon, wie die Spielindustrie für ihn aussehen soll. Aber ja, der Kapitalismus, der macht das erstmal noch zunichte. Die Technologie ist noch nicht so weit, du kannst ein gutes Buch schreiben und das wirklich komplett machen, so wie du es möchtest, weil du einfach nur Füller auf Papier, Tinte auf Papier bringst. Aber bei einem Spiel, da hängen so viele Leute mit und die müssen alle bezahlt werden und das dauert alles so lange und ganz viel ist noch gar nicht möglich. Und deshalb fühlt sich das so an, als würde der Kapitalismus, weil wir unsere Ressourcen halt, ja, wir müssen die irgendwie nützlich nutzen. Okay, ja. Du vermobbel.
DLCs sind einfach nur eine wahnsinnige Änderung an alles, was wir in der Spielindustrie hassen. Das ist komplett money-driven, das ist unfertig, es ist unschön, es ist, hat einen furchtbar schlechten Ruf. Es ist im Endeffekt die Verkörperung von allem, was wir an der Spielindustrie bis dato hassen. Und ich glaube, deshalb sind Leute so angepisst. Ach so, aber ja, es ist am Ende doch nicht so schlimm, wie viele sich das eben ausmalen, sondern es gibt immer zwei Seiten der Medaille. So kann man das auf jeden Fall sehen. Also momentan gibt es ja noch keine gute Seite wirklich. Also es gibt DLCs, die alle gerne feiern, aber ich glaube zum Beispiel, was diese Witcher-DLCs anging, ich glaube, die wurden auch im Hinterkopf so produziert, dass die sich dachten, wir machen jetzt ein DLC, was genauso ist, wie die Leute das wollen. Und das wird sich auch rumsprechen und demnach werden mehr Leute unser Spiel kaufen. Aber das ist momentan noch nicht für jeden eine Option. Das hängt einfach mit den technischen Einschränkungen der Spielindustrie zusammen, dass du eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Gefühl oder irgendeine Spielmechanik ausdrücken möchtest. Und das funktioniert einfach noch nicht so, wie du es haben möchtest. Also, ja, die Welt ist noch nicht bereit für richtige DLCs. Okay, das ist auf jeden Fall ein cooler Schlusssatz. Die Welt ist noch nicht bereit. Ja, also ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss. Vielleicht können wir irgendwann anders weiter über andere Dinge in dem Bereich sprechen. Jetzt erstmal bedanke ich mich an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Und ich würde sagen, David Sänger heißt auf Wiedersehen und ciao, ciao. Ciao.